Georgia.org Film Paladins. Ja, damit herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute ja nicht Season 7 bis 3 an, sondern Paladins, Operation Health, was auch immer, das neueste Update von Street Styles World Tour. Ja, wie wir schon als erstes wunderschön sehen können, ist einmal ein 3D-Background wieder zu sehen. Wunderschön, ganz toll. Wir sind hier in der Nähe von Niagara Falls, so wie es aussieht. Dunkler Himmel. Und haben hier nochmal so ein O von Omen. Ein Kopf. Oh, Skelettkopf. Ganz interessant. Und dann, es gibt natürlich einen neuen und einen alten Eventpass. Das Flashback-Eventpass. Für die alle, die unbedingt den Ying und den Ash-Skin haben wollten. Und den Mave-Skin, den könnt ihr euch dann einmal holen und den so ganz komisch drehen. Nicht einmal in die eigene Achse, sondern ihr dreht den so einmal so. Weil das wäre ja so einfach, wenn man den so ziehen kann. Ah, wir sehen auch hier Sky hat noch einen Skin. Das heißt, der alte Eventpass hat einfach vier Skins und der neue Eventpass hat sagenhafte zwei. Jetzt hat es funktioniert. Ich wollte schon sagen. Hier sehen wir einmal den Seraph-Skin. Den kann man natürlich nicht drehen. Und der ist eine T-Pose. Und dann haben wir einmal den Tyra-Skin. Und der kann sich natürlich um die eigene Achse drehen. Sieht man aber noch nicht schlecht aus. Auch vor allem die Recolor-Variante. Die ist so einen goldenen, weißen, schwarzen. Sieht aus wie ein Gold-Skin. Ist aber keiner. Und dann haben wir hier nochmal den anderen Seraph-Skin. Sind natürlich wieder individuell synchronisiert. Der Pass hat um die 36 Stufen. Hier gibt es natürlich wieder ganz viel Kram. Ein paar Tite, ein bisschen Kristalle oder wieder Sprays. Das gleiche ist natürlich auch im OG Street Style zu finden. Des Weiteren, ja, Shop ist gleich geblieben. Helmprüfungen sind soweit gehört identisch. Hier gibt es gerade noch mal eine Belohnung, zum Beispiel Wellenverteidigung, der super tolle Modus, wo man PvE-Gegner mit der besten KI oder ja, KI-Gegner tötet. Ist auch gerade hier nicht. Doch, hier, Wellenverteidigung, Beta, könnt ihr spielen, super toll. Hier ist alles gleich geblieben. Es hat sich was bei der Morgenrotschmiede ein bisschen geändert. Haben sie eine Treppe hingeklatscht. Das blende ich euch mal hier ein. Und bei Weatherford haben sie Bug gefixt, dass man jetzt, wenn mehrere Leute durch das Portal möchten, dass sie auch durch das Portal kommen. Ja, neuen Champion gibt's nicht. Geht alles in 2-2. Die ganzen Ressourcen. Da braucht man auch keinen neuen Champion machen oder allgemein. So wenig Content wie möglich. Manchmal hat's ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es gab mal wieder ein paar Layoffs, also Leute wurden gekündigt. Und der CEO von Hi-Rez Studios hat dann gesagt, jo, in so einem langen Tweet, 2-2 macht gerade miese, wir stecken all unsere Ressourcen in 2-2, denn das ist natürlich das Game, was jeder erwartet hat. Und 2-1, ja, noch minimale Updates und Paladins, ja, also ganz, ganz wenig Updates, wenn dann. Serverprobleme, noch und nöcher, die letzten Tage, war lange nicht mehr drinne. Das heißt, eigentlich genug gelabert. Arcade ist jetzt eben noch neu hinzukommen. Arcade 2.0 ist jetzt halt ein Mix aus Offensive, TDM, King of the Ladung und Überleben. Ich nehme den jetzt aber mal raus. Wobei ich ein bisschen komisch finde. Hier ist einmal Offensive drin und hier ist auch Offensive drin. Also, ja, machen doch mal alle rein. Und gucken uns vielleicht mal auch einen neuen Skin an. Je nachdem, wir mal picken können, ob wir Cerberus oder Tyra picken können. Ich habe den Event Pass noch nicht. Ich bin auch ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mir ihn gönne. Der Tyra Skin sieht da nicht schlecht aus, muss ich sagen. Also ich werde mir schon wahrscheinlich schon holen, den neuen. Denn der alte, der ist für mich persönlich halt wieder so leicht unnötig. Also da ist einfach das Problem, ich habe den alten Skin, also die alten Skins. Und wie wir sehen, lädt natürlich hier sehr schön. 1A grandios. Und jetzt warten wir mal, bis wir eine Runde gehen, schaffen, tun können mit der Kopf, ja,
Ohne Haare, Imani. Bald. Ich ist keiner bald. Guck mal, und geht natürlich ein Dredger, eine Ceres, eine Vivian und auch eine Tyra. Okay. Die Tyra hat nicht den neuen Skin und die Ceres spielt auch einen alten Skin. Und einen alten Weltpass, glaube ich. Und die Titel werden ja auch immer hip, cool und krempfisch. Ist hier wegen der Gewalt und der Vibes. Interesting. Bellingsing hat sich natürlich einiges geändert. Da würde ich euch einfach empfehlen, dass ihr euch die Patch Notes noch und nöcher durchlest. Hier haben wir erstmal einen ersten blinden Blick auf die Waffe. Wir sehen, dass wieder die Textur leicht reinklippt. Wie denn auch beim letzten Tyra-Skin. Naja, mal gucken, ob das hier gefixt wird. Ja, leider nichts animiert. Es wäre cool, wenn die so leicht Lautsprecher animiert werden. Aber dann ist es nicht Street Style. Street Style waren ja nie so. Wobei. Nee, doch, doch. Ich glaube, ein bisschen. Bisschen waren die Waffen animiert. Und jetzt. Ja. Einfach eine Textur. Naja. Es sind Skins. Gucken wir mal, was aus dieser Runde wird. Ich hatte vorhin schon auch noch eine Aufnahme gemacht. Aber mein Internet hat so reingeschissen, dass ich die Aufnahme tatsächlich unterbrechen musste. Und dann habe ich gemerkt, ich habe mein Mikrofon aus. Also es war nicht in OBS richtig drin konfiguriert. Weil ich natürlich jeden Tag Videos mache oder jede Woche und streame und so. Jetzt gucken wir aber erstmal, was denn hier wird. Und sehen, dass die gegnerische Tyra mich erstmal weg eliminiert. Ja, so eine kleine Animation bei den Lautsprechern, wie man das eventuell von anderen Skins kennt. Okay, die haben auch Musik. Rave, Maeve, Ceres. Ich verstehe es schon zum einen. Es ist ein bisschen schade, wirkt ein bisschen leblos, aber dann ist es so. Ich hätte mir tatsächlich Skins gewünscht, die vielleicht bei der Ult, wobei das machen sie auch, Musik machen. Jetzt habe ich mir gerade. Egal. Gucken wir mal hier. Hier sehen wir natürlich die alten Pöster. Es kam ganz viele Änderungen, dass eben all das Stuff wieder da ist, weil die Switch gibt es ja nicht mehr. Oder die Switch-Version eher gesagt. Die Switch gibt es noch schon noch. Und dadurch hat sich vieles geändert. Vieles tatsächlich eher zum Positiven. Dass auch teilweise die alten Maps mit drin sind. Also eben. Steinfestung klassisch und Werderforte klassisch, sogar teilweise in Ranked. Wobei ich jetzt sagen muss, ja, schön, aber auch eine neue Map mit Texturen wäre tatsächlich nicht schlecht gewesen. Gucken, ob wir da mal eine Map bekommen. Es ist ja nur so, als hätten sie, könnten sie mal eine Testmap fertig machen und da einfach Texturen draufklatschen, wenn sie schon einen Skin designen können. Naja. Ich glaube, wenn sie eine neue Map hinzufügen, gibt das auch wieder 20 Bucks. So, Imani, was geht hier? Du machst Sachen, du stehst einfach rum. Okay. Oh, die Wirbeln. Ja. Mein Team ist tot. Dann gehen wir doch mal hier lang. Lassen noch mal ein bisschen die X-Touren reinklippen. Skimmer ist, ja, er geht. Er geht. Leider. Was ich mir gefühlt hätte, vielleicht wenn die CD, so einfach wenn die nur einen Kreis bindet. Einfach nur so ein bisschen so umdrehen und einen Kreis binden lassen. Das ist so ein leichter 3D-Effekt. Und das wäre schon. Das wäre schon cool gewesen. Und dann, okay, Nachladeanimation, dass man eine CD danach lädt, wäre mega gewesen. Aber. Die reden hier von Paladins. Ich glaube, ich vergleiche das zu viel gerade mit Valorant und so. Da gibt es einfach Skins, die, wo auf einmal die Waffe ein Drachen ist. Das wäre aber wirklich nice. Also wenn so Skins, je nachdem, so eine gleich veränderte Nachanimation hätten. Dass man zum Beispiel CD wechselt oder sonst irgendwas. Und dass es dann so spinnt. Was natürlich gleich lang ist und nicht inkonsistent ist. Naja, wünschen kann man sich vieles. Es wird nur die Zukunft zeigen, was mit Valorant passiert. Meine Klasse wird jetzt nicht sterben.
Das jetzt nicht. Aber Content. Puh. Ich hoffe mal, dass das besser wird. Weil nee, das Update riesige Balance-Changes bringen, die natürlich zum einen positiv und zum anderen negativ sind, je nachdem auf welchen Champion man spielt, ist ja gut. Aber das kann kein, also das ist kein Content. Das macht man halt mal um Ranked oder allgemein, je nachdem, wenn Champions zu stark sind, die anzupassen. Aber ja. Narum, was geht? In all white. They told me no way in this millennium. These shades look great, but can be hard to see. Capture point spawning in 15 seconds. Vision. Naja, wenigstens sind die Haare leicht animiert. Wenn die jetzt noch starr wären, boah. Die haben leichte Physics. Ganz leichte. Man merkt halt, also die Sparroute wird eingeschlagen, Ressourcen sind nicht da, Devs sind nicht da. Der CEO von Hyrule schmeißt alles zu Smite und bringt pro Woche, oder das Team von Smite, wobei nichts gegen das Team gesagt, ganz klar. Also man muss ja sagen, die Leute, die an Palance oder allgemein an diesen Games arbeiten, die machen bestimmt einen guten Job. Es ist natürlich nur... Die Chefs, also die Leute, die oben sitzen, die denken, wir machen mal das, wir machen mal jenes oder ja. Aber niemanden schlecht geredet. Man kann halt nur hoffen. Jeder ist halt an sich, wenn man hört, wenn eines seiner schon Lieblingsgames auf einmal noch weniger Support bekommt als sonst. Das ist natürlich schon verärgert. Das wurde aber die Jahre weniger. Nun, können wir jetzt mal bitte mal diesen Punkt einnehmen? Wäre das möglich? Wäre das im Bereich des Möglichen? Die brauchen jetzt ja nicht den Punkt einnehmen. Peng. Sowas machst du also. Nicht etwa töten. Eliminieren. Dann eliminiere ich erstmal zurück. Ja, die feuern auf uns. Jetzt bist du tot. Ruckus. Jo. Keine Ahnung, was du genau gesagt hast. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber ich shoppe einmal mal zu, bestimmt. Ich muss sagen, das Feuer sieht gar nicht schlecht aus. Also, du bist dead. Na, jetzt kommt schon. Leute, bitte pusht mal. Wo ist unser Tank? Wo ist unser Tank tot? Mach, ja. Das wird nichts. Ich gehe da nicht vor. Wenn ich da hochgehe, bin ich Schweizer Käse und dann bin ich auf einmal. Weg die. Na, jetzt komm schon. Hallo. Ah, ne, selbst anzünden wollte ich mich jetzt nicht. Das ist mir doch so eine zu heiße Angelegenheit. Ich glaube, das wird nix. Wieso, ne? Hier brennt auch noch alles. Alles
vollgesaut mit irgendwelchen Feuersachen. Kommt die noch? Und ich hab kaum Aim. Jupp, nice. Ja, solange wir einheben, einheben. Einnehmen ist alles in Ordnung. 3 zu 1. Ich muss schon sagen, die alten Skins sehen tatsächlich je nachdem besser aus, muss ich sagen. Die sind einfach so vom Design her, muss ich schon sagen, dass ich die besser finde. Ja. Naja. Los geht's! Für Street Style oder so. Ich weiß nicht. Oh Gottchen. Oh Gott, ich hier. Alter, wir haben Ult. Unsere ultimative Fähigkeit ist aufgeladen. Unsere Super. So, du bist weg, Kowalski. Nee. Kolossür. Du bist weg. Kate Kadush. Geil, du nimmst einen, habe ich gehört. Rom, dankeschön. Danke, danke. Alter, gestretchte Texturen, nice. Eieiei, was ist denn da los? Und jetzt schimmel ich alle. So Leute, geht auch nicht ganz rein. Warte doch. Warte doch. Das ist da safe. Ja, vielleicht ein bisschen. Servus, was machst du da am Punkt? Du bist Heiler. Ich glaube nicht, dass du Damage Service spielst. Habe ich nicht das Gefühl. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Hier machen wir ein bisschen Feuer. Und wir haben gewonnen. Und da waren wir kurz unter der Map. Naja, ich hoffe, euch hat dieses super tolle Paladin-Ziel gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mal gucken, was es sein wird. Interessant, was ich hier angeblich hätte freischalten können. Nur dann lasst eine Bewertung da, wie auch immer. Und ich sage erstmal, ciao.